Das heißt also, ich wäre 1,1 Sekunden schneller. Wie zum Teufel habe ich das denn hinbekommen? Ich habe doch fast nichts gemacht. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir mal wieder die Pole Lap Challenge mit den F1 2022er Boliden aus der Assetto Corsa Formula Hybrid X Mod. Und wir befinden uns, ihr habt schon im Thumbnail gesehen, wir befinden uns in Deutschland auf der guten alten Avus, die gefühlt 30 Kilometer lange Geraden hat. Ich habe schon ein paar Testrunden absolviert und die Zeiten sind vielversprechend, also sie sind so um die 4 Minuten, also aber egal. Aber zuallererst wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und ein paar schöne Feiertage mit eurer Familie. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr denn zu Weihnachten bekommen? Hat es was mit Formel 1 zu tun oder irgendwas mit Motorsport, Simracing, keine Ahnung. Schreibt mal ruhig alles rein. Sobald ich weiß, was ich bekomme, hefte ich das Ganze als angepinnten Kommentar an. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und here we go. So, liebe Leute, ja, ich würde sagen, der eine oder andere hat sich wahrscheinlich schon gewundert, warum ich eine McLaren Cap aufhabe. Und zwar genau deshalb. Denn wir haben die Lackierung des 2021er Monaco Grand Prix von McLaren drauf. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Lackierung haltet. Also ich finde sie auch soweit ganz okay. Also damit kann ich mich auf jeden Fall anfreunden. So, dann würde ich sagen, here we go. Der erste Test mit 5 Kilogramm Sprit an Bord und ich würde sagen, here we go. Ja, hier mal ein paar Daten zu der Avus. Sie wurde 1921 gebaut und ja, okay. Ja, und 6 Jahre später fand dann der erste Deutschland Grand Prix hier statt und das letzte Rennen datierte aus dem Jahre 1999, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, würde ich mal sagen, machen wir mal eine Testrunde. Ihr könnt leider jetzt hier unten bei dem Lenkrad nicht sehen, welche Geschwindigkeit ich drauf habe. Das habe ich auf meinem externen Monitor und der sagt mir 3,30, 31, 32, 33, 34. Ja. Ja, ich habe natürlich das Auto so angepasst, dass es natürlich für lange Geraden konzipiert ist. Das heißt, Reifendruck auf Maximum, Flügel extremst flach und ja, da würde ich mal sagen, guck mal, was diese Zeit bringt. Meine beste Zeit ist eine 3 Minuten 43,5, wenn ich mich nicht irre, rechnen sinne. Ja, könnt ihr hinkommen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die Zeit angeht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von der Avus? Seid ihr mal schon mal daran vorbeigefahren? Ne? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich stelle mir ja gerade nur das Ganze voll witzig vor, wenn man jetzt die 2022er Boliden hat und ein ärztlichen Grand Prix fährt, alle komplett in den DRS-Train. Mir tut der Erstplatzierte jetzt schon leid. Ja, weil er nämlich den sozusagen der Windschattengeber für alle anderen ist. Tja. Okay, wir nähern uns langsam der Haarnadelkurve. Jetzt muss ich überlegen, wo ich bremse. Ich glaube, so hier. Oh, vielleicht sogar ein bisschen früh gebremst, aber es geht noch. Ja, die Reifen quietschen, ist vollkommen normal. Und Attacke wieder raus. Und jetzt Achtung, Schlagloch. Na, okay, Schlagloch war es nicht, aber eine kleine Bodenwelle war das. So, Höchstgeschwindigkeit 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Mann, die Karre geht echt ab, ey. 335 km/h. Meine Fresse, ey. Das ist schon mal eine ziemlich ordentliche Geschwindigkeit. Ich stelle mir gerade nur vor, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt einen Vordermann. Der hat jetzt auch DRS. Und ihr seid gerade mal eine Autolänge von dem entfernt. Welche Geschwindigkeit wird dann wohl erzeugt? 340? 345? Naja, könnte doch passen, oder was meint ihr? So, wir kommen der Startzielgeraden immer näher. Vollgas hier durch. Außen platzieren. Zwei Gänge runter. Und das Lenkrad festhalten. Und es ist eine 3 Minuten 32, 724. Nicht schlecht, Herr Specht. Da würde ich sagen, tanken wir nochmal auf. Die Runde machen wir auf jeden Fall nochmal. Und ja, würde ich sagen, bis gleich. So, liebe Freunde, da wären wir wieder. Ja, nachdem so knapp 5 Minuten vergangen sind und ich hier die Einführungsrunde für die nächste Runde gefahren bin, würde ich sagen,
Legen wir mal los. Ich habe die Reifen noch ein bisschen aufgewärmt, aber die kühlen ja aufgrund des starken Gegenwinds natürlich auch eine Zeit lang wieder ab. Und ich würde sagen, here we go, ab auf unsere schnellste Runde. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob ich die 3 Minuten 32,724 knacken kann. Bin wirklich gespannt, weil diese Strecke geht nur wirklich die ganze Zeit geradeaus. Man könnte schon hier diese SpongeBob-Memes einbauen, 2 Minuten später oder 1 Minute 37 Sekunden später. Es ist wirklich, du fährst quasi nur geradeaus. Bis auf diese 3-4 Kurven hat diese Strecke ja wirklich nichts. Aber dennoch gibt es natürlich Leute da draußen, die sagen, ey Mike, die Avos ist absolut geil, ich finde die super. Ja, jeder so, wie er möchte. Also meine Software, SimHub übrigens, berechnet mir gerade vorausgesetzt eine 3 Minuten 31,6. Okay, ich bin wirklich mal gespannt, was das wird, ey. Das heißt also, ich wäre 1,1 Sekunden schneller. Wie zum Teufel habe ich das denn hinbekommen? Ich habe doch fast nichts gemacht. So, da ist der erste. Da ist noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Abbremsen. Oh, 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 Schräglage. Das hat Zeit gekostet. So, die Software sagt mir 3 Minuten 31,8. Ja, wie gesagt, das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber immerhin, die Gap, die ich geschaffen habe, sind 9 Zehntel. Das ist ja schon mal was. So, die Hälfte haben wir jetzt von der Strecke. Ja, so ungefähr. So, da kommen die Boxengassen. Gleich kommt die Kurve, die nehmen wir komplett. Und einlenken. 2 Gänge zurück. Zeit gekostet. Eine 1:31.640. Okay, soweit ganz nett, aber jetzt kommt der absolute Hotlap-Modus. 2 Kilogramm Sprit und dann wirklich ERS komplett auf Hotlap stellen. Das habe ich die letzten Male vergessen. Sorry dafür. Und dann will ich mal wissen, schaffen wir es unter 3 Minuten 30? Das wäre ja ziemlich cool. Also, bis gleich. So, liebe Leute, die Outlap ist erledigt. Also gehen wir in unsere gezeitete Runde. Here we go. Dann war mal. Ja, 1 Zehntel schon mal gut gemacht. Meine Software spuckt mir derzeit eine 31,1 raus. Bedenkt, wir haben eine Zeit von 31,6 gesetzt. Weil ich bin eben noch mal eine Runde gefahren und da hat sich herausgestellt, dass ich einen Flügelschaden hatte. Meine Zeit, die ich gefahren bin, war eine 3 Minuten 31,213 mit ganz leichtem Flügelschaden. Ich weiß nicht, also, ja, sehr ärgerlich habe ich dann, ich habe es mir einfach mal gedacht, ich probiere es einfach mal. Aber vielleicht schaffe ich es ja sogar, die 3 Minuten 30 zu unterbieten. Wer weiß. Oh, fast ein Reher. Attacke. Oh Mann, das sieht gut aus. 4 Zehntel. 3:30.8 bisher. Das sieht gut aus. Diese Banking-Kurve hier in Berlin, die hat eine Steigung, wenn ich das richtig verstanden habe, von 44 Grad. Das ist mehr als beide Kurven in Zandvoort zusammen. Die haben nämlich 18 und 19. Unglaublich. Ich glaube sogar, ist das die steilste Kurve überhaupt? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich meine ja, bin mir aber nicht sicher. So, liebe Leute, wir bewegen uns auf das Ende zu. Es ist gleich geschafft. Gleich wissen wir mehr. Drei Minuten 30,742. Ja, also eine ganz anständige Runde. Leider habe ich die 3 Minuten 30 nicht geknackt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe massivsten Respekt vor der Banking-Kurve, weil da bin ich nämlich schon einmal abgeflogen und das nicht gerade sehr, naja,
nicht sehr leicht, sondern ziemlich schwerer Abflug. So, liebe Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben und ein Abo gerne da lassen. Und ich würde sagen, wenn ihr der Meinung seid, dass ich mit diesen Boliden ja noch auf anderen Strecken, auch Classic-Strecken, unterwegs sein soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich suche mir was raus. Und ich kann euch schon mal sagen, die nächste Strecke, die wir fahren werden, findet ebenfalls in Europa statt. Genauer gesagt, findet sie auch in Deutschland statt. Der ein oder andere weiß sicherlich schon, wo es dann hingeht. Aber sie ist auch wirklich sehr, sehr bekannt. In diesem Sinne, macht es gut. Bis dahin. Schöne Weihnachten noch gewünscht. Tschüss und ciao.